Achim Klotz, Sie sind seit April von dem Jahr CEO von Vonroll. Die Halbjahresbilanz ist relativ schlecht ausgefallen, ein Verlust von 4 Millionen. Auf das Gesamtjahr wird auch ein Verlust erwartet. Der Aktienkurs ist in den letzten 6 Monaten 30% gefallen. Kann man von einem klassischen Fehlstart reden? Ich war mir natürlich bewusst, als ich diese Position angetreten habe, dass es eine Turnaround-Situation ist. Der Verwaltungsrat hat mich vollumfänglich über die Situation aufgeklärt und wir haben gewusst, dass 2013 nochmal ein schwieriges Jahr wird. Aber wir versuchen, den Turnaround zu managen und wir haben die richtigen Aktionen bereits eingeleitet, dass wir langfristig erfolgreich sein werden. Wie werden Sie Vonroll aus dem Loch rausbringen? Wir werden den Fokus wieder auf die Kerngeschäfte legen. Wenn Sie heute Vonroll von außen anschauen, dann haben Sie letztendlich 4 Bereiche und 2 gehören zum Kerngeschäft. Das ist Insulation und die Composites Business, wo wir sehr stark sind. Und wir haben dann noch den Bereich Technologie, wo letztendlich Wasser und der Transformer-Business da ist, wo kein Kernbereich ist. Also der Fokus wird wieder auf die Kernbereiche gelegt und wir werden alle Maßnahmen auch einleiten, um diese Bereiche stärker auszubauen. Jetzt gerade spezifisch beim Transformatorbereich hat man im Mai noch gesagt, das stehe ich nicht zur Disposition. Jetzt tut man alle Optionen prüfen. Was hat sich in dieser Zeit in diesem Bereich geändert? Ich habe natürlich das Bild mal angeschaut, von außen noch. Passt das Business überhaupt zum Vonroll-Business? Gibt es dort Synergien? Und ich muss feststellen, es gibt relativ wenig Synergien. Das Geschäft ist ein kleines Geschäft, auf dem Weltmarkt gesehen. Und von daher müssen wir dort sicherlich alle Optionen prüfen, um dieses Geschäft langfristig erfolgreich zu gestalten. Vonroll will den Kosten optimieren. Was heißt das für das Personal? Wir haben ein Programm auferlegt, das ist bereits in der Umsetzung. Also wir reden nicht nur darüber, sondern wir handeln auch, wo wir im Jahr 2014 auf EBIT-Stufe nochmal 10 Millionen an Kosten rausnehmen werden. Die Maßnahmen sind eingeleitet. Personalmäßig bedeutet das etwa 200 Leute weltweit. Der Aktienkurs ist in den letzten 5 Jahren 90% gefallen. Wieso soll ein Aktionär, ein Anleger gerade in der jetzigen Zeit in Vonroll-Aktien einsteigen? Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, sind wir im attraktiven Umfeld tätig, haben wir attraktive Märkte? Und ich muss sagen, ja, vor allen Dingen im Insulation-Geschäft haben wir einen attraktiven Markt. Und wir haben sehr gute Stärken bei Vonroll. Wir haben sehr gute Mitarbeiter, hohe Kompetenz, hohe technische Kompetenz, auch in den einzelnen Werkstätten. Wir haben eine globale Präsenz und wir haben ein breites Produktportfolio, wo wir uns differenzieren gegenüber dem Wettbewerb. Und wenn wir beides kombinieren, bin ich überzeugt, dass wir langfristig den Kurs und auch die Entwicklung des Unternehmens nach vorne bringen werden. Ihre Vorgänger haben auch schon viel Optimismus verbreitet. Das ist dann nicht immer gerade eingetroffen. Was machen Sie anders? Der wesentliche Unterschied ist, dass wir das nicht nur auf Folien, auf Papier bringen, sondern wir setzen um, wir handeln. Wir haben jetzt Aktionen bereits eingeleitet, nach der kurzen Zeit, die ich dabei bin, da wir bereits 2014 erste positive Resultate sehen. Wir handeln. Herr Klotz, wir würden gerne verfolgen, was Sie weitermachen. Besten Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.